Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Doppelstunde, dem Podcast rund um das Thema Schule und Digitalisierung von Westermann. Mein Name ist Florian Luxoll und ich freue mich, Sie heute zu einer spannenden Unterhaltung einzuladen, in der wir uns mit den Fertigkeiten auseinandersetzen, die SchülerInnen in der Zukunft benötigen werden und darüber, welche Rolle Kreativität dabei spielt. In dieser Folge habe ich das Vergnügen, mit Leo Sommer zu sprechen. Er ist ein Experte aus der Kreativwirtschaft und Autor des inspirierenden Buches »Wenn Schule auf Ideen bringt – 100 Kreative denken, lernen neu«. Zusammen werden wir uns über die zukünftigen Skills, also Fertigkeiten, unterhalten, die SchülerInnen für ihre persönliche und berufliche Entwicklung benötigen. Und wir reden darüber, wie das im Bildungssystem vermittelt werden kann. Eine dieser Fertigkeiten ist natürlich Kreativität und darüber werden wir sprechen. Wir sprechen aber auch über Grit, im Deutschen auch als Biss oder Durchhaltevermögen bezeichnet. Grit ist ein wichtiger Faktor, der maßgeblich zum Erfolg in Schule, Beruf und im Leben beitragen kann. Die Psychologin Angela Duckworth definiert Grit als die Leidenschaft und Ausdauer bei der Verfolgung langfristiger Ziele. Dabei geht es darum, trotz Rückschlägen und Widrigkeiten an seinen Zielen festzuhalten und immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ein kleiner Hinweis vorab, während des Interviews mit meinem heutigen Gast kann es vorkommen, beziehungsweise wird es vorkommen, dass wir fälschlicherweise immer mal wieder Grip statt Grit sagen. Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass Sie trotzdem viel Spaß beim Zuhören haben. Also machen Sie sich's jetzt gemütlich und begleiten Sie uns auf dieser faszinierenden Reise in die Welt von Schule, Digitalisierung, Kreativität und Grit. Los geht's! Hallo Leo, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich den Zuhörerinnen und den Zuhörern mal vorstellen, die dich noch nicht kennen. Sehr gerne. Also erstmal ganz toll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Einladung. Ich bin, zumindest auf meinem Buch steht Leonard Sommer, aber ich bin Leo Sommer letztendlich. Ich bin verheiratet und Vater von zwei Kindern. Letztendlich Marlon 17 und Mila 15 Jahre. Ich habe einen Hund und eine Bassgitarre, die hier vor mir hängt. Und ich bin als Sohn von einem Architekten und einer Kunstlehrerin mit meinem Bruder Gordon in einer sehr, ich sag mal, kreativen Umgebung. Das ist eine Künstlerkommune in Bussana Vecchia in Italien aufgewachsen, zumindest einige Zeit. Das erwähne ich immer sehr gerne, weil das so für mich selber habe ich herausgefunden, dass das so eine der Gründe ist, warum wir als Unternehmer später dann auch so unkonform eigentlich einfach gemacht haben und viel Freiheit auch uns einfach genommen haben. Ich bin, um jetzt so die normale Antwort zu geben, also ich bin beruflich seit 1994 in der Kreativwirtschaft tätig, habe Kommunikationsdesign in Florenz studiert, 3 Jahre lang, habe dann sofort nach dem Studium als Unternehmer auf Werbeagenturseite angefangen und 1994 dann die Kreativagentur Sommer und Sommer mit meinem kleinen Bruder gegründet. Die wird heute von 2 wirklich großartigen Kollegen in Stuttgart eigenständig geführt. Und ich bin jetzt seit 2016, da war ich kurz Unternehmensberater in der digitalen Transformation und im Bereich der Marketingtechnologie tätig und bin jetzt seit 2023 als Marketingvertriebsleiter bei Zauber in Berlin tätig. Das ist eine AR-Plattform, also Augmented Reality. Und wir bringen gewissermaßen das Metaverse auf die Straße. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, wir haben das KZ Dachau, also das Konzentrationslager Dachau zum Beispiel, oder die Berliner Mauer auch letztendlich schon als Zeitreise für die Kunden verpackt und haben auch schon an einigen Schulen die Technologie zur Verfügung gestellt, dass man da im Prinzip eigene Lern-Content auch mit AR kreieren kann. Also das soweit zu mir. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du das sagst, jetzt das KZ Dachau mit AR, geht man dann mit Brillen durch das Konzentrationslager oder an der Berliner Mauer entlang? Weil wir sind dann ja nicht im VR-Bereich. Wir sind im Augmented Reality-Bereich, eine sehr gute Frage. Also wir haben ein ortsbasiertes Augmented Reality-System, also eine fertige Technologie, die wir auch quasi als Mietsoftware zur Verfügung stellen. Bei dem KZ Dachau ist es so, oder auch bei der Berliner Mauer, du kommst quasi jetzt in die Location und siehst jetzt am Beispiel Dachau, siehst eben mit einem Smart Device, also in dem Fall mit einem Handy oder einem Tablet,
hoffentlich bald mit den AR-Glasses, die dann hoffentlich bald kommen, die Apple-Brille oder sowas, siehst du eben zum Beispiel, wir nennen das Behind the Walls, das heißt, du guckst dann auf letztendlich ein Gebäude und siehst dann, was wirklich dann dahinter war mit historischen Aufnahmen. Oder was zum Beispiel schön ist jetzt völlig falscher Ausdruck, aber beeindruckend ist eben und auch sehr intensiv als Lernerfahrung, wenn du als 16-jähriges Kind stehst du vor einem Zaun, guckst den Zaun an und siehst, dass hinter dem Zaun quasi Kinder in deinem Alter standen, in Schwarz-Weiß. Das heißt, du hast also ein Overlay in deinem Smart-Device, was ortsbasiert dann dargestellt wird. Das wird natürlich vor Ort auch mit Ausstellungsstelen noch aktiviert. Das heißt, du hast dann meinetwegen eine Tafel, wo steht, hier ist jetzt das Gebäude XY, da war halt dies und dies. Und dann kannst du aber eben mit dem Gerät quasi in die Vergangenheit schauen. Ne? Und das ist natürlich, finde ich jetzt, um bei unserem Thema zu sein, ist das schon auch eine tolle Technologie, um eben auch sehr, sehr intensiv mit anderen Sinnen auch zu lernen und auch historische Zusammenhänge zu verstehen und auch wirklich ganz anders wahrzunehmen. Ne? Spannend. Du hast ein Buch herausgegeben und geschrieben, richtig? Also das warst nicht du allein als Autor, sondern mit anderen aus der Kreativwirtschaft. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist, also ich bin, muss man strengermaßen schon sagen, ich bin Herausgeber. Ich habe natürlich selber auch, ja, was weiß ich, jetzt sind jetzt 100 Seiten oder sowas, habe ich selber auch geschrieben. Aber ich habe vor allem, war das Buch für mich das Ausdruckmedium, um tollen Ideen von Kollegen, aber auch von letztendlich Schulentwicklern und Schulinnovatoren quasi eine Bühne zu geben, um inspirierende Ideen zur Verfügung zu stellen. Letztendlich, also ich bin, vielleicht muss man auch nochmal sich fragen, die hast du ja auch gestellt, wie kommt eigentlich ein Werbefuzzi auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Also ich bin 2012 selbst wieder zur Schule gegangen. Diesmal eigentlich nicht, um das Abi zu machen oder zu studieren, letztendlich Grafik, sondern um einen sogenannten MBA zu absolvieren. Also das ist ein berufsbegleitendes Studium. Das ist in dem Fall gewesen an der Berlin School of Creative Leadership. Das ist heute Steinbeis zugehörig. Und die bieten einen Studiengang an, da kannst du als, ich sag mal, leitender Kreativer kannst du die Fähigkeiten erlernen, zur kreativen Führungskraft zu werden. Ne? Also wirklich auch zu führen, dich eher zurückzunehmen, nicht immer zu denken, man hat selber die tollsten Ideen. Das ist ja oft so in der Kreativindustrie. Und im Rahmen der Masterthesis entstand dann die Neugier an dem Thema, welches mich von der Kreativindustrie doch schon jetzt temporär stark in die Bildungswelt geführt hat. Ich sage da immer gerne Welt, weil es ist schon eine ganz andere Welt. Mhm. Ich muss schon sagen, ich habe am Anfang auch mal gedacht, Mensch, muss ich da irgendeine Mauer übertreten, weil da drüben sind die Lehrer, die etc. Aber ich muss ganz offen sagen, nein, ich bin wirklich immer herzlich im Prinzip aufgenommen worden, werde auch herzlich aufgenommen. Und motiviert hat mich quasi dann die Beschäftigung mit der Geschichte der Schule und vor allem mit Experten wie Sir Ken Robinson und solche Persönlichkeiten. Und ich habe mich dann beim MBA gefragt, wie kann eine Schule aussehen, die Kreativität und nicht Konformität fördert? Also wie kann Schule quasi die Neugier am Lernen erzeugen, die eigentlich des Lernens würdig ist, unser Neugier, ne, muss man sagen. Also die, und letztendlich ist dann die Schlüsselfrage meiner Masterarbeit war, was kann Schule von der Kreativindustrie lernen? Weil wir haben ja eine Industrie, die muss quasi am laufenden Band immer wieder Ideen produzieren, mal besser, mal ist nicht so gut. Und die auch unter Druck quasi im Prinzip Ideen produzieren muss. Und ich habe dann auf dieser Idee habe ich einerseits die Masterarbeit geschrieben und habe aber dann auch eine Initiative gegründet, also die Initiative Classroom Think Tank heißt es. Und mein Ziel war quasi, Ideen bei Kollegen der Kreativbranche zu sammeln, um Schulen zu inspirieren, Bildung einfach neu zu denken. Oder wir haben jetzt interessanterweise das Buch, da haben wir den Untertitel geändert. Das hieß nämlich vorher 100 Kreative denken Bildung neu. Wir haben es jetzt 100 Kreative denken Lernen neu genannt. Weil ein Bildungssystem neu zu denken ist sicherlich schwieriger als einfach das Lernen neu zu denken. Es ist, glaube ich, ein kleiner, aber ein großer Unterschied. Und daraus ist dann aus dieser Initiative eine wirklich ganz tolle Reise entstanden durch
mit 100, über 100 Menschen in Dialog zu gehen aus 35 Ländern immerhin. Und das macht es auch spannend. Also es ist ein internationales Projekt. Und ich habe einfach viel gelernt und bin noch neugieriger geworden, wie eine zukunftsorientierte Schule eigentlich aussehen kann, die, wie gesagt, Kreativität und nicht Konformismus fördert. Und da hat man dann quasi einen Überblick über erstmal das Dilemma. Also wo kommen wir letztendlich her? Warum ist die Schule, wie sie ist? Warum geht sie so mit Kreativität um? Haben dann aber vor allem auch, und das ist auch das, warum das Buch sehr, sehr gut angenommen wurde, glaube ich, es sind einfach Praxismethoden. Das heißt, du nimmst das Buch und kannst wirklich sagen, ey, ich probiere das einfach mal aus. Das ist also keine Theorie. Es muss ja in der Werbeagentur auch so. Du hast dann halt eine Speed Ideation Methode. Dann gucke ich mir die an und dann mache ich die einfach mal. Ne? Das heißt, ich sehe das auch bei vielen Lesern. Da sind da ganz viele bunte Zettel drin. Die nehmen das wieder raus, nutzen das Buch. Also es ist wirklich fast herzzerreißend für mich gewesen, wenn ich mit ihren Kollegen spreche und sehe dann auch, hey, das ist ja richtig ein Arbeitsinstrument geworden. Und ja, also das ist soweit zum Buch letztendlich. Wenn man, also wir als Lehrkraft haben meistens ja so im Blick, wie bereiten wir unsere Schüler natürlich aufs Abitur vor und haben dann das Studium im Blick. Nicht ganz so stark schon die Arbeitswelt. Was braucht denn ein Schüler, der dann bei dir in einer Werbeagentur anfangen sollte für Skills? Das ist eine sehr spannende Frage. Vor allem, was brauchte er noch vor 3 Jahren und was braucht er jetzt? Also im Prinzip braucht ein die Essenz letztendlich, die jemand braucht, je nachdem, auf welcher Seite er arbeitet. Also wir haben ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, mein Bruder ist die linke Gehirnhälfte, ich bin die rechte Gehirnhälfte. Also wir haben ja in der Werbeagentur haben wir einerseits eben die Kreativen. Die brauchen vor allem, und das ist ganz entscheidend, noch entscheidender heute als noch vor 3, 4 Jahren, die brauchen im Prinzip Vorstellungskraft für ungewöhnliche Ideen und wirklich auch wertschöpfende Ideen in den relevanten Kanälen. Und dann müssen sie natürlich auch visualisieren können oder auch beschreiben können. Also viel wichtiger wird wirklich das Beschreiben, also ist die Konzeptioner und die Copywriter sind halt wirklich die, die auch dann die Vorstellungskraft erstmal auf den Punkt bringen. Also wie sieht jetzt zum Beispiel es aus, wenn jemand in Zukunft als Chipsmarke im Bereich Augmented Reality die Konsumenten erreichen will? Ne? Was kann man da machen? Was kommuniziert aber vor allem auch das, was der Kunde sagen will? Also nicht irgendwie, ich habe da mal eine lustige Idee, habe eine lustige Wie-Umsetzung, sondern was ist das, was ich im Kern kommunizieren möchte? Das ist also die wichtigste Kompetenz letztendlich, die Ideenfindung und die Ideenbeschreibung. Und dann ist es auf der anderen Seite aber auch so, dass jemand da sein muss, der begeisternd die Idee, die ja auch neu sein muss, verkaufen kann. Monetarisieren, das sind ganz andere Leute letztendlich, die halt sogenannte Account Manager, die dann aber trotzdem die Begeisterung für eine Idee auch vermitteln können und sie genauso rüberbringen, wie die Kreativen sich das gewünscht haben. Also weil wenn das da dann irgendwie stocken bleibt, dann kann ich ja was Neuartiges nicht verkaufen. Das sind also so die zwei wichtigsten Säulen letztendlich in einer Werbeagentur. Und du hast im Vorgespräch so ein bisschen auch gefragt, braucht man in Zukunft noch Illustratoren und Texter? Also wir werden sicherlich viele, und das ist schon ein extrem großer Umbruch in der Branche auch. Wir werden viele operative handwerkliche Fähigkeiten so nicht mehr brauchen wahrscheinlich, also zumindest so, dass sie monetarisierbar sind für die Agenturen, werden aber dafür sicherlich noch konzeptorientierter werden müssen. Also das heißt, dass wir eher noch Experten brauchen, die sie wirklich in den Kanälen auch gut auskennen, die sie schnell adaptieren können und auch da auch imaginär mit umgehen können. Aber es ist, wie du richtig vermutet hast, es ist schon so, dass ein Long-Copywriter oder ein Illustrator, der explanativ, also erklärende Texte oder erklärende Grafiken erstellt oder auch eine Visualisierung macht von einem Storyboard oder solchen Geschichten. Gut, Storyboard ist jetzt ein bisschen was anderes, weil da auch Kameraführungen drin sind, aber von einem Visual, da ist es schon so, dass viele Dinge, die jetzt einfache Ideen ansetzen, die werden wahrscheinlich dann durch Technologien umgesetzt, aber ungewöhnliche Looks und auch ungewöhnliche neuartige Ideen, die wirklich auch eine Marke ausmachen, die wird man so nicht mit der KI erzeugen können. Also man wird nicht eine Idee für einen außergewöhnlichen
Film so aus der KI rauskriegen. Das kann die Technologie hoffentlich auch so nicht. Ich glaube, vor 2-3 Wochen hatte Herbert Grönemeyer ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung oder mit dem Magazin. Und da hatte man ihm auch einen ChatGPT-Text vorgegeben, einen Liedtext, und er sollte es einschätzen. Und er sagte, nein, das ist nicht das, was ich schreiben würde. Bestimmt nicht. Aber jetzt sind die meisten Schüler von mir keine Herbert Grönemeyer. Ich bin auch kein Herbert Grönemeyer. Gibt es so ein Gefälle von, auch bei euch in der Werbeagentur, so die Hochkreativen und dann so kreative Fließbandarbeit? Also bei uns in der Werbeagentur jetzt nicht, weil wir sind schon immer sehr auf konzeptionelle Bereiche gegangen. Aber es gibt schon, ich sag mal, größere Agentureinheiten auch, die dann natürlich, technische Beschreibungstexte oder sowas oder halt einfach, wie gesagt, vorher explanative Elemente von, ich würde jetzt mal sagen, will jetzt da niemanden verletzen, aber auch Geschäftsberichte etc. oder sowas, kann mir schon vorstellen, dass das genau die Texte sind, die man halt eben durch KI ersetzen kann oder auch die man halt sagt, okay, ich lasse mir die jetzt durch die KI generieren und dann schreibe ich sie nochmal so, wie sie halt sein müssen. Also vielleicht nimmt ja ein Herrn Grönemeyer wird es jetzt nicht, aber ein derartiger Texter wird sich quasi den Text schreiben lassen und dann wird er ihn dann neu texten. Ich muss jetzt auch sagen, bei dem Buch, was ich jetzt, also mein Buch ist in Englisch geschrieben, aber mit einer KI ins Deutsche übersetzt und dann wurde er neu getextet. Du kannst dir vorstellen, was wir an Zeit gespart haben dadurch. Weil wenn ich das jetzt anders gemacht hätte, dann hätte es jetzt nur sich daneben gesetzt, der Copywriter, der Kai Campbell, und hätte es einfach übersetzt, der hätte ja wahrscheinlich doppelt so viel Zeit gebraucht. Es ist schon ein sehr gutes Beispiel, also letztendlich mit Sprachadaptionen. Aber ich glaube schon, dass man eine Tonalität und eine eigene Note in Texte weiterhin als Mensch einbringen sollte, sage ich mal, und vor allem auch als Artist. Ne? Also wenn ein Grönemeyer das macht, der ja seine Persönlichkeit da drin haben, ein Autor auch. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, es sind dann diese hybriden Teams, von denen ich immer gerne spreche. Man wird in Zukunft in der Co-Konstruktion mit der KI einen Text produzieren. Genau. Ein kleines Beispiel, das Interview von der letzten Podcast-Folge mit Philipp Wampfler habe ich dann noch aufbereiten sollen für einen gedruckten Artikel. Und natürlich ist mündliche Sprache was ganz anderes als schriftliche Sprache. Man hat die Wiederholungen drin und man hat die Rs drin. Ich habe die ganze Audiodatei bei Word transkribieren lassen, einfach hochgeladen. Word hat genau gewusst, Speaker 1, Speaker 2, Speaker 1, Speaker 2. Das habe ich dann bei ChatGPT hochgeladen und gesagt, das ist eine Transkription eines mündlichen Interviews, das soll gedruckt werden, es sind ein paar Fehler drin, ein paar Redundanzen, mach mir daraus einen schönen Printartikel. Hat er mir erstellt innerhalb von einer Minute. Und dem bin ich danach durchgegangen und habe dann das überarbeitet, habe nochmal gefeilt, habe ein bisschen die Sprache verändert. Und das war richtig gut. Also natürlich, wie du sagst, man muss da seine Autorenschaft noch reinbringen. Aber ich würde sagen, 70-80% meiner Zeit wurden dadurch erspart. Und ganz lustig war es dann auch, als ich dann gesagt habe, also er hat aufgehört und nach irgendwie 1000 Wörtern muss man, mach weiter. Und dann war aber irgendwann das Interview zu Ende und ich hatte weiterhin mach weiter geschrieben. Und dann hat er aber in unserer Tonalität von Florian Nux und Philipp Wampfler das Interview weitergesponnen. Und es hätte auch Sinn gemacht. Also ich habe es zum Glück gemerkt, aber es hätte so von Philipp gesprochen werden können und auch ich hätte es ähnlich sagen können. Das heißt, wir stehen ja noch vor einer kompletten Veränderung in der Arbeitswelt, wahrscheinlich dann genauso in der Kreativbranche wie auch in der Schule. Was glaubst du, wie sieht Schule dann in 5 bis 10 Jahren aus? Oder kann man es nicht vorhersagen, weil die technische Entwicklung so schnell und so extrem gerade ist? Also ich glaube, man kann es genauso wenig vorweg sagen, wie man jetzt die Berufswelt voraussagen kann. Man hätte auch wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren es nicht voraussagen können. Aber wenn du allein, ich nehme jetzt mal zunächst erstmal die Perspektive der Wirtschaft. Also kennst die Studie wahrscheinlich auch, dass 65% der Menschen, die, ich glaube, schon vor 6, 7 Jahren in die Schule gegangen sind, in Berufen arbeiten werden, die es so noch gar nicht gibt. 65%. Das heißt halt auch, dass wir gar nicht vorhersagen können, was für eine Zukunft auf uns zukommt. Und einmal mehr glaube ich, dass dadurch natürlich, also erstmal die Schule wird weiterhin so die gewissen Standards, Lesen, Schreiben und Rechnen, wird sie
vermitteln müssen. Und da haben wir ja, ich meine, wir kennen ja die Studien jetzt aus, die jüngsten Studien, dass wir ja teilweise sogar an der Basis haben wir ja schon Probleme, ernsthafte Probleme. Ne? Es ist aber nur die notwendige Grundlage. Und ich glaube, nicht in 10 Jahren, sondern am besten nächstes Jahr. Wir wissen alle, dass es nicht dazu kommen wird. Aber kurzfristig werden Schüler im Prinzip zusätzlich lernen müssen, wie sie kreativ, kritisch, und ich sage wirklich kritisch, wir haben ja eben von KI gesprochen, ne, und kooperativ denken und handeln können. Und sie müssen quasi wissen, wie sie auf unterschiedlichen Ebenen Lösungen auf Probleme finden können, die sie so gar nicht kennen. Das heißt, Probleme zu lösen, die man nicht kennt und nicht ein Problem lösen, was halt aus der Historie irgendwie entstanden ist. Das können wir in der KI finden. Ja. Und wir leben halt eben in einer Gesellschaft, die sich wirklich von Minute zu Minute weiterentwickelt. Und unsere Kinder haben, und auch wir selber, ne, nicht nur wir, die Kinder haben im Prinzip eine ungewisse Zukunft. Und es gibt also auch Kompetenzen, die man lernen muss, die quasi einerseits zum Erfolg führen später und aber auch zum Glücklichwerden. Das sind also die zwei Dinge, weil wir sprechen oft von Wirtschaft, Glück, Erfolg und sowas, aber es geht eben vor allem auch darum, um Glück letztendlich, ne? Und da kommt dann dazu, neben der Kreativität eben auch Empathie noch dazu. Und die Schule, und da nehme ich aber jetzt auch die Eltern. Das heißt, ich spreche jetzt nicht von Schule, sondern ich spreche auch vom Elternhaus, weil wir dürfen nicht vergessen, das Gehirn und die Fähigkeiten bilden sich in den ersten 6 bis 8 Jahren primär aus. Das heißt, wir sprechen jetzt hier von einem großen Verantwortungsbereich auch des Elternhauses, was ja auch ein Dilemma ist, weil ja da nicht jeder die gleichen Chancen hat. Da kommen wir ja zum Thema Chancengleichheit. Da ist im Prinzip auch vor allem die Hauptverantwortung oder auch Chance, die Ressource zu bewahren und zu fördern, die uns als Menschen ausmacht, eben nochmal die Kreativität und die Empathie. Und wer diese Future Skills mit auf den Weg bekommen hat, der hat später, glaube ich, auch einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das ist so ein bisschen so die... Aber das beantwortet nicht die Frage, wo die Schule steht. Also ich glaube, dass die Schule quasi im Worst Case, machen wir so weiter wie bisher, das wäre für mich der Worst Case. Auch ein Worst Case ist, dass wir auch erst in 10 Jahren etwas verändern. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Schule schon in naher Zukunft quasi zu einem Ort der Inspiration und Freude am Lernen für eine ganze Generation wird. Und zwar am gemeinsamen Lernen, auch für den Lehrer. Weil es ist so viel, was wir von unseren Kindern lernen können, das ist unfassbar. Also dass es ein gegenseitiges, kollaboratives Lernen ist und gar nicht, das ist der es weiß. Das ist nämlich nicht mehr so, weil die Kinder wissen halt bedeutend mehr über KI als wir. Ja, zumindest ist, wenn sie da die Chance haben, damit auch einen Zugang zu gewähren. Aber das ist ein Ort, nochmal zusammengefasst, der Inspiration und Freude wirklich am Lernen wird. Ne? Und da wird man wahrscheinlich auch über die Noten schon ernsthaft denken müssen. Ne? Ich mache dich jetzt mal zum Schulleiter. Weil deine Kinder sind jetzt fast langsam raus aus der Schule, sagen wir mal, genau, weiterführende Schule, Klasse 5 bis 13. Was würdest du als erstes ändern, um diese Kreativität und Empathie stärker vermitteln zu können? Also ich würde wahrscheinlich mal, da kann ich jetzt auch nur sagen, weil ich bin kein Schulleiter, ich würde wahrscheinlich erstmal damit experimentieren, herauszufinden, wie ist eigentlich das Bild oder das optimale Bild der Schüler selber? Das heißt, wie würden sie gerne Schule gestalten? Ne? Und dann würde ich vor allem auch noch stärker projektbasiert mit Externen versuchen zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja auch viele, die begeistert auch gerne bereit wären, da was zu tun. Und mich auch damit beschäftigen, was es draußen schon an tollen letztendlich Beispielen gibt, wo schon innovativ Schule betrieben wird und das dann einfach experimentieren. Also Dinge, die es schon gibt draußen, das habe ich ja selber gesehen im Buch auch, letztendlich dann ausprobieren. Und dazu bräuchte ich als Schulleiter aber natürlich wahrscheinlich vorher auch die, ich sag mal zumindest die Legitimation von den Damen und Herren aus der Politik, es tun zu dürfen. Das heißt,
ich würde im Zweifel wahrscheinlich viele Regeln brechen und würde mir erstmal eine blutige Nase holen, ist aber trotzdem einfach ausprobieren. Und ganz ehrlich gesagt, ich sehe ja draußen Schulleiter, die machen das so. Und das ist toll, die brechen einfach die Regeln und ändern. Ne? Aber die Frage kann ich dir jetzt so nicht beantworten, weil ich auch wahrscheinlich nie Schulleiter sein werde. Aber das sind so die Sachen, die mir spontan jetzt einfallen. Ich weiß nicht, ob dir das weitergeholfen hat oder deinen Zuhörern. Wir brauchen die Schüler nicht mehr auf Hausarbeiten vorbereiten im Studium, weil die Professoren und Dozenten merken selbst, dass die klassische Hausarbeit zumindest in vielen Bereichen erstmal ja auch gestorben ist. Und da müssen wir gucken, wie ersetzen wir das? Und vielleicht hat jeder Schüler dann in der Oberstufe so ein Thema, was ihn interessiert. Und das muss er präsentieren und irgendwie ja verwirklichen und umbauen. Ich glaube, bei den Waldorfschulen gibt es schon so Ähnliches, so Jahresprojekte. Und da sind Schüler ganz frei und müssen es dann durchführen und danach vorstellen und auch reflektieren. Ich glaube, das ist ein Weg, wie wir relativ schnell auch in unserem Schulkontext solche kreativen und Empathieaspekte mit reinbringen können. Also ich habe zwei Projekte, die mir immer, die ich bei sehr, oder drei sind es inzwischen, die ich jetzt auch in der neuen Ausgabe drin habe, die sehr spannend sind, für die man auch mal Werbung machen kann. Ja, also das einmal ist, was ganz Tolles und auch eigentlich einfach ist, ist das Projekt Digital School Story. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wo quasi das ist also eine NGO letztendlich, die bieten an, dass die an deiner Schule mit Creatern quasi, dass du in Form von Video-Content, Storytelling lernst. Das heißt, du musst in der Tat erstmal wissen, wie kann ich, was für eine Geschichte habe ich, was möchte ich vermitteln, etc. Und dann machst du das in Form von quasi Kurzvideos. Das ist also ganz toll, Digital School Story. Und was wirklich faszinierend ist, das gibt es so in Deutschland noch nicht, ist, das ist eine Methode, die heißt My Machine. Das ist letztendlich, das ist inzwischen eine Global Foundation, die gibt es in 9 anderen Ländern, glaube ich, schon. Und das funktioniert folgendermaßen. Also du hast dort, wo quasi das größte normbrechende kreative Potenzial, wo du es erwarten kannst, das heißt in den Grundschulen, da ist ja die maximale kreative Power noch, da werden Kinder eingeladen, eine Traummaschine zu erfinden. Es ist egal was, ja, völlig egal. Und wenn die sagen, ich möchte eine Maschine, mit der ich lösen kann, dass meine Tochter mal oben schläft, meine Schwester mal oben schläft. Ich will aber auch mal oben schlafen. Dann bauen wir halt eine Maschine, wie auch immer. So, das ist also im Prinzip die Traummaschine, die Idee. Die letztendlich gehen dann mit dieser Idee auf Hochschulstudenten, die entwickeln das Umsetzungskonzept und Sekundarschüler aus technischen, beruflichen Schulen realisieren einen Prototyp. Und diese drei Gruppen machen über ein Jahr, entwickeln dann Ideen zusammen, von denen wahrscheinlich viele sagen, braucht keiner und sind unmöglich. Also hier sind ein paar Maschinen, waren zum Beispiel eine Aufräumemaschine oder eine Massagemaschine oder eine Hausarbeitsmaschine, wo dann jeder sagt, was soll das? Ne? Aber diese Art von Maschine gab es beim Smartphone auch. Wer brauchte ein Telefon ohne Tasten? Eigentlich niemand. Das heißt, was du lernst als Kind ist vor allem, oder mitbekommst, ist, glaube an die Idee. Und du hast vorher auch selber das Beispiel gebracht, dann auch zu merken, wenn man eine Idee umsetzen will, dann braucht man Grip, richtig Durchhaltevermögen, man muss sich einarbeiten etc. Und auch dieser kollaborative Bereich von Schülern und auch Lehrern oder auch Professoren finde ich unfassbar, um halt klar zu machen, was es auch an Teamarbeit braucht. Ne? Also ich mache es nicht allein etc. Also kann ich echt empfehlen, meinem Schieden auch mal reinzugucken. Und auch das ist für mich auch so ein Beispiel, was ich, weil du gefragt hast, Schulleiter, ich würde dann versuchen, genau solche Projekte an meine Schule zu bringen, würde mich wahrscheinlich damit beschäftigen, irgendwo Geld in der Wirtschaft einzutreiben. Also so hätte ich es jetzt wahrscheinlich mal gedacht, aber ich werde wahrscheinlich nicht Schulleiter werden. Meine letzte Frage, du hast jetzt gerade, oder wir hatten über Future Skills gesprochen, das war dann eben Empathie und Kreativität. Und jetzt hast du gerade nochmal Grip angesprochen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz ins Zuhören sagen, was ist Grip? Und glaubst du, Grip ist auch eine wichtige Future Skill, die wir vermitteln können? Oder ist das etwas, was man einfach hat oder nicht hat? Ja, das ist garantiert nicht was man hat oder nicht hat. Ich glaube, es ist was man vorgelebt bekommen muss. Das heißt, Durchhaltevermögen auch in... Ich meine, ich kann jetzt nicht Durchhaltevermögen in Neugier, ja doch, das kann ich schon vorleben in Neugier. Also wirklich zu sagen, ich drille mich in was rein und will herausfinden, wie es geht und suche so lange, bis ich letztendlich eine Lösung gefunden habe.
Und das ist ja auch was, was man als Kind ganz am Anfang eigentlich sogar überlebenswichtigerweise auch braucht. Du kannst ja sonst nicht laufen, wenn du es nicht ausprobierst. Ne? Und ich glaube, diesen Grip ist schon einer der entscheidenden Skills. Und ich muss gestehen, dass das was ist, was ich, oder nicht gestehen, ist Quatsch, sondern wenn man sich sieht, wie kurzfristig das gedacht ist in der Schule, irgendwie, ja, super, dann habe ich die Sachen jetzt gelernt, da habe ich die Note, zack, bumm, nächstes Thema. Und ich kann ja, wenn ich eine gewisse Art von Methode entwickelt habe, kann ich ja das gewissermaßen auch so lernen, dass ich nur das lerne, was ich halt jetzt brauche, um eine gewisse Note zu kriegen und nicht weiter. Und deswegen sind für mich Noten, das ist für mich so ein Anti-Grip-Mittel. So ein bisschen, ne? Weil ich arbeite bis zu dem Ziel und so, aber wenn ich ein Projekt realisieren will oder eine Idee, was es so noch nicht gibt, dann muss der Grip halt größer sein als ich selber. Und das ist schon, ist für mich schon ein wichtiger Skill auch, der dann sicherlich auch ein Führungsskill ist, weil die Leute, die den Grip haben und den vorleben, denen folgst du auch, weil das ist faszinierend, wenn, ich meine, Elon Musk ist jetzt kein Sympath, ja, aber er hat garantiert Grip, Dinge umzusetzen, die halt so nicht für möglich gehalten werden. Ne? Und das ist im Kleinen auch genauso. Man muss ja nicht immer die großen Visionäre nennen, aber wenn jemand quasi eine Küche einbaut und er baut die halt so lange ein, bis sie dann perfekt ist, dann wundere ich sowas total. Ne? Ja. Ja, das ist interessant. Ich habe mit meinen Siebtklässlern, die sollten längeren Text schreiben im Englischunterricht. Und dann war immer die Frage, was müssen wir dann machen für eine 1? Was müssen wir machen für eine 2? Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Das Ziel muss sein, du bist stolz auf diesen Text. Und das ist wirklich nur der Maßstab. Und wenn du am Ende eine 3 bekommst, bist du stolz auf diesen Text. Und das hat sie tatsächlich ganz anders motiviert, als dann auf eine Note hin. Und das ist wahrscheinlich das, in welche Richtung du da gerade auch argumentiert hast. Genau, ja. Das ist, glaube ich, psychologisch natürlich, und deswegen sind solche tiefenpsychologischen Tests nicht uninteressant. Oder so tiefenpsychologisch sind sie jetzt nicht, aber dass man herausfinden muss für sich selber, was treibt dich eigentlich an? Also zum Beispiel, es ist so, wenn dich die Bühne antreibt, das heißt, du kriegst Wertschätzung durch Aufmerksamkeit, dann wird daraus der Grip entstehen. Wenn es aber sowas ist wie Dankbarkeit, dann ist es ein ganz anderer Aspekt. Das heißt, du musst, glaube ich, für dich selber herausfinden, was treibt dich an zu Höchstleistungen, psychologisch, was ist das, was, und das hängt natürlich viel mit der Kindheit auch zusammen, was ist mit dir passiert, etc. Was führt dann zu dir zu Höchstleistungen, was dich auch innerlich wirklich intrinsisch antreibt? Und ich glaube, dieses Wissen auch, das wäre auch was, wo Eltern und Schüler und Lehrer und Lehrerinnen sehr helfen können, erstmal sich selber zu finden, was ist eigentlich, was macht mich aus, warum finde ich dann letztendlich und Höchstleistung und was bringt mich zum Durchhalten, ne? Also das ist was dann halt auch, wo uns auch KI helfen kann, letztendlich dann eben auch dementsprechend dann wieder die Dinge anzutreiben oder auch zum Vorschein bringen zu lassen, die halt basierend auf meiner eigentlichen Individualität sind, ne? Und ich glaube, da kann auf jeden Fall ein guter Lehrer oder Schulleiter als Coach eine Riesenleistung fürs ganze Leben bringen. Also das ist für mich sogar eine der Aspekte auch, wo man ja auch viel als Lehrer zurückbekommt, glaube ich. Ich bin ja selber nicht Lehrer, aber wenn du das gefunden hast, dass du jemanden diese Essenz geholfen hast zu finden und er dann darauf basierend auch im Prinzip diesen Grip entwickelt, dann ist das ein großes Geschenk, denke ich. Wenn nicht sogar das Größte, was man als Lehrer haben kann, stelle ich mir zumindest so vor. Weil man da kann uns die KI helfen, dass wir als Lehrkraft die Zeit haben, um uns mit den einzelnen Kindern zu beschäftigen und um ihren Grip zu finden. Denn ich werde entlastet von den klassischen Korrekturaufgaben oder Co. und kann dann mich wirklich wieder um das Kind kümmern, um soziales Lernen und wahrscheinlich um seinen Grip zu finden. Cool, ja. Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute da warst, Leo. Danke dir, Florian. Das war's schon für diese Folge der Doppelstunde, dem Podcast zum Thema Schule und Digitalisierung von Vesta. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Leo Sommer gefallen. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftige Folge mehr zu verpassen. In der nächsten Folge der Doppelstunde am 11. Juni werden wir wieder tief in die Welt der digitalen Bildung eintauchen und weitere spannende Themen behandeln. Bleiben Sie dran und begleiten Sie uns weiter auf dieser faszinierenden Reise. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Florian Nuxon.